Und hier noch ein bisschen Soda für dich, genau. Gott, Opa. Ich wusste nicht, dass du solche strammen Wadeln hast. Was mit dem Puppenheft? Ich zeig ihm das Schmuddelheftchen. Willkommen zu einem neuen Video. Und wie du unschwer erkennen kannst, spielen wir heute ein Game, in dem wir einen schlechten Test geschrieben haben und diesen vor unserer Mutter verstecken müssen. Ach ja, das erinnert mich an die alten Zeiten. Dennoch, ich habe das früher mal gemacht und ich wette mir einige von euch auch. Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr das angestellt habt. Bevor wir loslegen, ziehen wir noch diskriminierende Hörnchen an, damit ihr euch irgendwie lustig machen könnt mit der Füllung von Mathematik und Ethik. Okay, lass uns starten. Die Mutter sieht sehr gewaltbereit aus, aber gucken wir mal. Okay, los geht's. Was mache ich? Ich renne weg. Okay, und hier ist meine Mutter. Oh, oh. Okay, sie sieht, dass ich 0 Punkte habe. Okay. Oh mein Gott, jetzt. Okay, jetzt hat sie mitbekommen, ich habe eine schlechte Note. Stage 1. Okay. Ach so, okay. Ich kann also hier meinen Test jetzt verstecken. Oh Gott. Nein, sie hat's gefunden. Oh mein Gott. Okay, doch nicht. Sehr gut. Wuhu. So, okay, ich würde sagen, der Test ab ins Klo. Spül runter. Ach du. Was ist das für eine Mutter? What? Die hat mich geschlagen. Nein, nochmal retry. Was ist das für eine gewaltbereite Mutter, ey? Okay, probieren wir es mal hier im Eisfach. Rein damit! Rein damit! Oh mein Gott, ich kann es nicht reinpacken. Okay, es muss irgendwas hier. Okay, oh, oh. Und jetzt kann ich das reinpacken. Ah, nice. Was habe ich denn für eine Unterhose anfangen? Warum spiele ich dann ein Game? Sag wuhu, weil ich es geschafft habe, sie zu verarschen. Okay, next stage. Okay, der Hund. Wahrscheinlich kann ich da irgendwas mit dem Ball machen. Got an item. Okay, ich habe ein Item. Kann ich den werfen, um den Hund irgendwie einen Gefallen zu tun? Nee. Okay, wir gehen mal hier hin. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Hier, nimm meinen Test, Alter. Ich will es dem Hund geben, damit der Hund es zerfrisst. Aber ich weiß nicht, wie. Verdammt. Vielleicht muss ich wirklich... Also er... Okay, ich habe das Item. Gib mir das... Verdammt, ey. Hier, nimm den Ball. Nimm meinen Test! Nimm irgendwas! Ach, hier ist doch was. Schau mal, da musst du es wahrscheinlich hinlegen, oder? Das Stöckchen oder den Test. Verdammt, das ist gar nicht so einfach. Wie nehme ich dem Hund das weg, Mann? Okay, jetzt schmeiß ich das. Sehr gut. Und dann... Okay, oh, er greift den an. Holy shit. Das sieht alles so beruhigend aus. Okay, ich habe ein Item. Ah! Ah! I see. Next stage. So, okay. Vater, hier mein Test. Er hilft mir sogar dabei. Oh nein. Oh, jetzt kriegt er auch Prügel. Guck mal, er ist sogar mit dabei jetzt. Schaut einfach zu, wie ich verschlagen werde, Mann. Okay, ab ins Klo. Hä? Kann sich damit jemand den A** abwischen mit meinem Test? Das wäre ja richtig witzig. Warum habe ich das jetzt abgemacht? Okay, okay. Das ergibt keinen Sinn. Ich habe schlechte Bananen. Ich verstehe dieses Game nicht. Kann ich meinem Vater die schlechten Bananen geben? Oh, jetzt muss er kacken. Warte mal, mein Vater muss... Ah, hier benutzt... Oh mein Gott, er wischt sich mit meinem Test den A** ab. Okay, mal gucken. Was gibt's hier? Kann ich das? Kann ich... Oh, oh, rein damit. So, mach wieder zu. Mach wieder zu. Lass doch nicht offen. Oh Gott. Nein, nein, warum findet sie das? Oh mein Gott. Okay, gucken wir mal, was gibt's hier noch so. Okay, got a item. Ich kann jetzt nichts machen. Kann ich irgendwie meinen Test voll schmotzen oder so? Ah, oder kann ich nicht einfach... Oh nein, das findet sie doch sowas von. Oh Mann! Auf meinem T-Shirt ist übrigens Bagger, das heißt Vollidiot. Ich brauche einen Hinweis, aber ich will keinen Hinweis verwenden. Das kann doch nicht sein. Verdammt. Hide the test result behind the poster. Okay, aber das habe ich ja schon gemacht. Kann es sein, dass ich dann... Hier. Ah, oh mein Gott, er kann zutapezieren. Ich dachte, es wäre Farbe. Ja. Okay, mein Papa trägt hier irgendwas. Ich glaube, ich probiere trotzdem mal, ihm den Test zu geben. Hier, Papa, du bist wieder verantwortlich für alles. So, okay. Oh, mein Bruder, ja, das bringt natürlich nichts. Wird sie 100 pro finden. Wie auch immer sie das jetzt macht, Mann. War das ein Magazin? Kann ich irgendwie wieder die Bananen? Kann ich wieder nehmen? Okay, was ist, wenn ich es ihm gebe? Hier. Okay, er hilft mir sogar, mein Bruder. So witzig. Oh nein, sie weiß es auch wieder. Mann! Okay, also Bananen kann ich wieder nehmen. Kann ich die meinem Bruder geben? Nee, kann bestimmt meinem Vater geben. Der hat vorhin schon Bananen geil gefunden. Hier, eine Bananen. Oder muss ich die irgendwie auf den Boden tun, dass er hinfällt? Oder muss ich das irgendwie hier reinpacken? Oder hier hoch? Oder hier in die Kiste? Hey! Okay, er nimmt die Bananen. Got a item. Ah, I see. Er ist aber so gemein. Muss ich das jetzt wirklich machen? Mein armer Papa. Oh Gott, der Arme. Nein. Okay, ich habe ein Item. Und ich habe noch ein Item. Und ich habe noch ein Item. Schneller, Mann, wir haben Zeitdruck. Wo kommt es hin? Wo kommt es hin? Ja, okay, gut. Kann ich das hier reinpacken? Oh. Oh Gott. Okay, sie findet es nicht. Ja. Stage 8. Got a item. Okay, ist mein lieber Opi. So, hier ist heißes Wasser. Kühlschrank nehmen wir. Was auch. Ich verstehe nie, wo das Spiel hinaus will irgendwie. Kann ich das... Kann ich sie einfach verkochen? Ja, sehr schön.
So, nein, der Test sollte eigentlich nicht mehr da sein. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt einfach dem Vater Essen machen muss. So, wunderbar. Ey, Opa, hier gibt's Fressen. Hol dir gefälligst was. Oder kann ich es jetzt... Ach, jetzt findet es wahrscheinlich nicht mehr, oder? Oh no, jetzt kannst du es wahrscheinlich nicht mehr lesen, oder? Oh Gott. Vor allem finde immer die Storys süß, diese Wuhu-Stories, dass man immer quasi sieht, was danach passiert ist, dass er jetzt quasi den Test frisst. Ihr könnt übrigens mitraten und mir sagen, wie schnell ihr es gewusst habt, was man machen muss. Hier, zerreiß es einfach. Dafür sind doch Kinder gut. Mann, zerreiß es! Mann! So geil, ey, wie er das Kind halt einfach nur zuschaut, wie sie mich wieder verprügelt, ey. Der Vater hilft mir wahrscheinlich auch nicht. Ich ziehe ihn da mal wieder nicht rein. Got a item. Oh, Zigaretten. Oh nein. Oh, es ist gemein. Er darf bestimmt nicht rauchen. Die Mutter kotzt es bestimmt. Oh Gott, nein, jetzt raucht er hier. Es kotzt doch die Mutter bestimmt an, oder? Kann das Kind das vielleicht nehmen? Okay, und jetzt? Was habe ich jetzt gemacht? Ach so, ich benutze es als Strohhalm, mein Test. Lass mal gucken, was wir hier alles machen können. Der Hund findet den gut. Hier ist noch irgendwas. Ach, das kann ich wahrscheinlich jetzt anzünden. Ihm sagen, hey, da brennt Feuer. Was zündet er jetzt an? Irgendwas. Ach so, okay, seine Keule, die nehme ich ihm jetzt weg. Okay. Kann ich nicht einfach meinen Test verbrennen? Easy, fertig. Oh nein, sie erwischt mich dabei. Oh Mann! Okay, hier, nimm. Nimm. Ja, sehr schön, okay. Oh, süß, er schenkt's ihr. Oh mein Gott. Ich muss ja sagen, die Proportionen machen mir Angst, mein Liebes. Ich hoffe, du überlebst das. Hier, bitteschön, den Zettel schiebe ich dir hinten rein in den... Und sie hält mir die Augen zu, weil sie nicht will, dass ich sehe, wie die Snoo-Snoo machen, Mann. Ist der dazwischen den? Verhüten die jetzt mit meinem Test oder was? Ich will es gar nicht wissen, Mann, next stage. Oh, mein Opa hat Bauchschmerzen. Oh nein, Opa hat Bauchschmerzen. Ich muss ihm schnell was geben. Got a item. Oh mein Gott, und das und das. Oh Gott, habe ich viel zu essen und das. Oh mein Gott, was kann ich damit machen? Hier, Vater, nimm das. Oh Gott, armer Opa, hier, bitteschön. Oh mein Gott. Au. Ah, da hat sich die Zähne ausgebissen. Weiß ich ja nicht, dass der da reinbeißt, Mann. Opa hat Hunger. Jetzt versteh's. Okay, Opa hat Hunger. Dann kriegt er das. So, das ist schon mal sehr gut. Oh, hat er jetzt Durchfall? Immer noch Hunger. Hier, dann trink das. Sehr schön, besauft dich. Jetzt ist er besoffen. Oh mein Gott, mein Opa verprügelt mich. Okay, nochmal. Also, Opa kein Alkohol geben. Opi, du brauchst keine Angst mehr haben. Hier ist. Und hier noch ein bisschen Soda für dich. Genau. Gott, Opa. Ich wusste nicht, dass du solche strammen Waden hast. Aber nichts kommt gegen meine weichen, schwabbeligen Waden an. Schau mal, die sind richtig wabbelig. Seht ihr das? Okay, Opa, ich bin echt impressed. Und ich glaube, dass ich dir jetzt meinen Test geben kann. Bitte zerstören. Ah, unter die kaputten Klamotten. Oh Gott. Nein. Oh Gott, sie findet es nicht. Oh, ich find's halt auch echt. Oh, unser armer Papa ist so fertig. Ihr braucht ein Bad. Hier, Papa, für dich. Ja, mit deiner sexy Unterhose. Ich habe seine Klamotten. Oh, was mache ich jetzt damit? Also ich kann jetzt das waschen, ja? Dann wasche ich doch meinen Test einfach mit, oder nicht? Was ist das Problem? Okay, got items. Kann ich nicht auch einfach meinen Test damit aufhängen? Ja? Ja, vielleicht findet man es ja nicht. Spätestens beim Abhängen. Oh Gott, sie findet es, oder? 100 pro. Oh yeah! Vor allem eigentlich bringt mir das gar nichts, weil spätestens jetzt hat sie ja den Test gefunden. Oh, eine Bohrmaschine, sehr gut. Also immer blödere Ideen. Wisst ihr, statt dass er die Tests gar nicht mehr mit nach Hause nimmt und sagt, wir haben keinen geschrieben, vor allem schreiben wir jeden Tag einen Test. Was ist denn das für eine schreckliche Schule? Hier, Dr. Mario. Ach du Scheiße. Okay, tschüss. Tschüss, rein damit. Oh Gott, ich wische es auf. Scheiße. Okay, nochmal. Also, wir brauchen die Bohrmaschine. Easy, so, hab ich. Okay, das machen wir jetzt dann hier. So, schön kaputt. Du hast verkackt. Kann ich jetzt irgendwie ihm den Test geben? Hier, nimm meinen Test. Ja, sehr gut. Oh, der Arme. Okay, ich nehme dir das weg. Dankeschön, Dad. So, hier oben haben wir einen Ball und eine Katze. Los, Katze, komm da runter! Hä? Ja, genau. Warum brauchte ich für den Test eine Kneifzange? Tresor, es wird jetzt immer komplizierter. Wir haben einmal ein Item, sehr schön. Weiter geht's. Was brauche ich? Ein Seil. Was kommt jetzt? Bretter? Was ist denn da alles drin, Mann? Okay, gucken wir mal, ob ich da irgendwas machen kann. Scheinbar ja. Okay, was auch immer er tut. Ich bin wirklich fasziniert. Ich hätte vielleicht den Test reintun sollen, ne? Ach, ich habe den Test einfach behalten. Okay, der Hund will nicht. Also unser dicker Hund. Okay, oh, hä, habe ich meinem Vater die zwei Finger in den... Habe ich das Würstchen aus dem Hintern meine... So, muss ich irgendwie jetzt dem Hund die Wurst geben? Was geht jetzt da drüben ab übrigens bei der... Oh Gott, mein armer Vater, das hat er nicht verdient. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss, Mann. Dad, es tut mir so leid. Das wird sie 100 pro finden. So, jetzt. Ja, genau, es fällt ja gar nicht auf. Nee, Mama, da ist nichts drin. Gib's auf. Okay, wir haben das fertige Fläschchen. Ich kenne mich aus. Hier, nimm! Oh Gott, warum ist das Kind nackt? Hä, wieso? Hier, eine Windel. Sehr gut.
Was für ein Puppenheft? Ich zeig ihm das Schmuddelheftchen. Okay, ich habe jetzt schwarze Farbe umgeschüttet. Okay, whatever. Oh Gott, okay, muss ich jetzt da echt das Kleid reintunken? Oder aufwischen? Warum? Okay. Hä? Why? Und dann ist er rein. Oh Gott, genau. Voll der Aufwand für nichts. Oh Gott, wie gruselig. Boah. Okay, geiles Essen. Oh, wie geil. Okay, ich nehme dir mal die Stäbchen weg. Die brauchst du gerade nicht. Okay, hier Drumstick, sei schön laut. Gibt ja noch keinen, der singt, oder? Okay. Und was bringt mir das jetzt? Hier oben ist auch noch was. Oh. Hier. Und jetzt. Ja, genau. So schlecht einfach nur. Ist einfach so schlecht. Oh mein Gott, warum? Oma, hilf mir. Oma. Oh mein Gott, ja, sehr gut. Man muss halt auch ehrlich sagen, ich habe jetzt halt 30 Tests versaut. Buckerzone. Oh, jetzt muss ich meiner Mama helfen. Und jetzt verpetze ich sogar. Nein, Mama, nein. Use the box. Ja, ach nee. Was glaubst du, was ich mache? Wofür denn usen? Das geht nicht. I can't use it. Yes. Geht nicht. Irgendwie. Oh, ja, super. So, Mutter, habe ich jetzt was gut bei dir? Oh Gott, wie viele. Was muss ich denn noch alles machen? Ich muss sie noch mehr verstecken? Okay. Oh nein, sie wird uns finden. Scheiße. Nein, nein, sie wird sowas von safe finden. No, scheiße. So, okay, jetzt haben wir hier einen Megaman. Kann ich die da irgendwie einrappen oder so? So. Ja, genau, das fällt jetzt nicht auf. Ja, genau. Oh mein Gott. Es geht immer noch weiter. Nein, ich will nicht mehr. Das ist Stage 30. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, sie kriegt voll den Anschiss. Und jetzt? Also, ich find's gut, dass du einen Anschiss bekommst, weil du dein Kind die ganze Zeit verprügelst. Aber weil es schlecht ist, dafür kannst du ja nichts. Ach, du genau, schön von Generation zu Generation sich weiterprügeln. Jedenfalls versteckt eure Tests nicht vor euren Eltern, zeigt sie ihnen. Wenn ihr wirklich in einem Fach schlecht seid, so wie ich damals in Mathe, dann nehmt Nachhilfe oder lernt mit euren Eltern. Das hat mir sehr geholfen. Prügeleien werden schon gar nicht geduldet, vor allem wenn man etwas nicht kann. Ich habe auch eine Rechtschreibschwäche. Hätte nicht gebracht, wenn man mich prügelt. Und seht her, meine Eltern haben mich immer supportet und jetzt sitze ich hier und spiele mit dummen Hörnern auf dem Kopf Computergames. Sie sind so stolz auf mich. Aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, machen wir es so wie bei Delete One Part, bei dem Radiergummi-Game, was ich gut gefallen habe. Umso mehr Daumen nach oben da sind, umso mehr weiß ich, okay, die Leute wollen einen weiteren Teil. Ansonsten belassen wir es bei dem, aber wie gesagt, zeigt es mir gerne an. Ich glaube, es wird noch lustig werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt raus!